Peng, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Chico Plays zu Transport für 2 und zurück zu meinem dritten Projekt, meiner dritten Staffel, die Folge Nr. 83. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Heute geht's einmal mehr wieder um die Lieferkettenoptimierung, wo wir ja schon seit einigen Folgen dran rumzwirbeln, feilen und schleifen. Und on top geht's auch heute eigentlich fast nur um LKW. Es wird ein kleines und sehr kurzes Video, hoffentlich und vielleicht. Und ja, dann zeige ich euch aber noch ein bisschen, was ich vorhabe auf der Einlieferkette, wo ich vielleicht einen Zug zukünftig noch aufgleisen will oder werde. Mal gucken, ob ihr das genauso seht und was ihr dazu sagt. Und zu guter Letzt machen wir noch ein paar Namenspatenschaften für einen Bus sowie für eine Zuggarnitur und dann haben wir es auch schon. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ich blende mich aus und wir legen los. Ja, zurück in Kassel. Der liebe Markus Barchett hat es mir schon gesagt, es wird nicht ausreichen, dass ich hier die Maschinen aus den Henschel-Werken Kassel nur in diesen kleinen Keil des Bahnhofs reintransportiere, sondern wir natürlich noch unheimlich viel mehr Maschinen brauchen, die hier in Kassel selbst angeliefert werden. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch machen, denn was kommt denn hier überhaupt für ein Zug an? Der bringt, was bringt der? Der bringt ein paar Bretter. Ich glaube, voll war der auch nicht. Aber ist auch noch gar nicht nötig. Bretter gibt es nicht im Überfluss, Stahl eher weniger, aber an sich liefern oder produziert die Fabrik immer noch zu wenig, weil ihr seht, der LKW steht hier, aber obwohl alle Ressourcen da sind, wird nicht produziert, weil hier drüben in diesem Keil halt entsprechend zu wenig abgenommen wird. Kassel selbst würde viel mehr nehmen, 363 sind möglich, 34 haben wir gerade in diesem Jahr und deswegen bauen wir jetzt hier eine LKW-Station noch rein, beziehungsweise eine Entladestation. Wir werden eine zweite Linie machen, da muss ich auch sagen, ich habe wieder mal Nullinger weit gedacht. Hier gibt es ja gerade nur die Möglichkeit, dass ein LKW anbindet und bedingt dem kleinen Schönbau bin ich noch zu faul, hier was zu optimieren. Heißt, ich werde die zweite Linie auch hier drüber jagen. Und übrigens, wir werden noch eine dritte Linie anlegen, die kommt auch hier drüber. Alle LKWs werden zukünftig hier ohne Wartezeit immer durchrauschen. Bringt vielleicht in Summe weniger Plus, aber trotzdem in Gänze immer noch Plus. Und vor allem wird hier die Produktion steigen. Denn die dritte Linie, die wir jetzt hier rüber jagen wollen, die werden wir nach Leipzig schicken. Denn da werden auch noch Maschinen benötigt und es gibt noch keine Zulieferung. Das werden wir jetzt hier von den Henschel-Werken Kassel übernehmen. Also, Erklärbär Checo, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir bauen mal fix eine Entladestelle. Jo, die setzen wir hier. Carajo rein. Sehr pragmatisch wieder. Neue Linie. Und das wird auch wieder G für Güter, LKW wegen LKW, Maschi für Maschinen und KS nach KS. Da es die zweite ist, wird es den KS-KS-2. So soll es passen. Bekommt noch eine andere Farbe. Und dann können wir hier loslegen. Zack. Über den Wegpunkt. Das wird recht identisch werden. Und dann hin hier zur Entladestation. Der ballert hier oben durch. Passt für mich. Und der driftet dann auch schon zurück. Okay. Kassel, Haltepunkt, Vollladen einer Fracht. Ne, wir lassen es halt alles aus, genau. Dann machen wir jetzt nichts. Der Vollständigkeit halber stellen wir hier noch ein, dass nur das geladen werden soll. Und wenn wir denn schon da sind, dann werden wir an der anderen das jetzt auch noch umstellen müssen. Kassel, Haltepunkt, das ist der hier, den sollten wir auch noch umbenennen. Hier wird Vollladen einer Fracht. Ne, Vollladen werden vorhanden. Und geladen werden nur Maschinen. So ist es gut. Jetzt noch hier Copy-Paste, Henschel-Werke Kassel und das wird dann natürlich LKW-Cargo, LKW-Cargo Henschel-Werke Kassel. Ist besser für ein gutes Verständnis. LKW rauf und fertig ist die Laube. Wo haben wir denn die hergehabt? Hier in Kassel gab es wieder kein Depot, oder? Doch. So, hier passen Maschinen rauf, dann wählen wir den. Und hier passen Maschinen rauf. Dann nimm mal den. Mal gucken, ob wir mit zwei ausreichend unterwegs sind oder ob wir auf lange Sicht noch mehr brauchen. GLKW Maschi Kassel Kassel 2. Kurz noch gucken, wie die hier rauskommen. Schauen gut aus. Und jedes Mal, wenn wir hier kurz Zeit haben zum Sanieren, sage ich es immer wieder, gell? Geil, wie viel Mods es wirklich für TPF2 mittlerweile gibt. Es ist fantastisch. Und hier ist echt reger Betrieb, auch hinsichtlich Bus. Verkehr und anderen LKWs. So, und während ich hier gerade so gucke, die Rampen finde ich eigentlich immer ganz nett, aber die waren noch nie richtig fertig gebaut. Wir machen mal das weg und wir machen mal das weg. Oh, jetzt wird die nicht mehr schön gerade. Ich probiere das mal wieder nachzujustieren. Warte mal, Pause machen.
Mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen besseren Stand noch hinbekommen. Also richtig gut wird es nicht. Aber besser, glaube ich, als eben. Das ist schon recht steil, gell? Das war mir noch gar nicht so bewusst. Und wir setzen hier mal fix links und rechts davon noch Randsteine, dass die KI da nicht reinbaut. Dann bleibt es vielleicht Randsteine etwas besser hergesehen von, ja, wie sagt man, von den Schlägen, von den Wellen, die in der Straße sind. Schnell mal hingesetzt. Kleine Fleißaufgabe am Rande. Und wenn wir schon da sind, noch fix ein paar Bäume hier reingehämmert. So. Und dann machen wir noch kurzerhand ein paar Leitplanken. Die finde ich auch mal einfach als Mindestanforderung passend, damit hier passend, damit es hier nicht ganz so kahl ist links und rechts an der Seite und niemand runterfällt. So, guck mal, wenn auch nicht groß relevant und man sowieso nur alle 100 Stunden vielleicht mal auf den Punkt schaut in diesem Game. Aber nichtsdestotrotz, sieht doch einfach schöner aus fürs Auge, oder? Finde ich schon. So, und wenn hier gerade die Dosto-Garnitur loshämmert, dann schauen wir die uns doch gerade auch noch kurz an. Sehr cool. Gut, haben wir das und das. Gleich mal einfach wieder gucken, wenn wir die Lieferkette jetzt klar gemacht haben. Ob es hier ein bisschen hoch geht, weiß nicht. Kassel 2, muss jetzt erstmal wahrscheinlich warm werden, die LKWs ankommen. Ich weiß nicht, insgesamt ist die Abnahme ja hier, wie gesagt, bei 3,66. Das ist echt hoch, wenn ich verstehe. Oh, jetzt levelt er schon hoch ein bisschen. Also levelt noch nicht, aber er scheint tendenziell nach oben zu gehen. Wie viel können die maximal produzieren? Produktion? 100? 2, 3, 4 vielleicht? Sollten wir das einfach mal erstmal laufen lassen und gucken, wie weit wir hier rankommen? Wie weit ist denn? Haben wir noch irgendwo anders Maschinenfabrik? Oben in Neubrandenburg, oder? Mal kurz gucken, was da los ist. Hier haben wir noch eine. Oh, hier ist Stahl im Überfluss, aber keine Bretter. Okay, und die ist aber recht hochgelevelt und bei 400 steht die. Also, ob wir überhaupt noch Maschinen, heißen Stoff nach Kassel, ach, nach Leipzig bekommen aus Kassel, steht dann eigentlich erstmal in Frage, wenn wir mal der Annahme sind, dass hier 366 Einheiten schon bis nach Kassel ja transportiert werden können. Heißt, wir warten mal ab. Also ein schönes Video, ohne dass ich viel tun musste. Was wollte ich denn jetzt noch tun? Ach so, jetzt kommen dann auch einfach fix die Patenschaften. Oh Mann, nächstes Mal wird es wieder ein schöneres Video und ein umfangreicheres Video. Also, ab nach Berlin. So, wir kommen am Hauptbahnhof raus und wir suchen wieder unsere richtige Linie und zwar Bus Airport Berlin, Berlin Flughafen. Und da haben wir den Johnny Gamer. Und der ist nämlich falsch. Wir nehmen nämlich den Air Berlin, denn der war jener, welche der Johnny Gamer gerne, wenn denn schon hätte, als Namenspatenschaft. Hier ist das Ding. Fertig. Und jetzt gucken wir einfach, dass wir den anderen wieder umbenennen. Gut. Wenn wir schon in Berlin sind, fällt mir gerade noch ein, der liebe Black Desiree hat mir noch die Info mitgegeben, dass ich doch diese Linie hier, die nur fiktiv angelehnt oder angelegt ist, wo einfach mal ein paar Busse derzeit um das Busdepot drumherum driften und dann einmal durch die Stadt Berlin und zurück, dass wir das Ding, die Linie, wie steht denn das hier eigentlich dran? Hauptbahnhof, okay. Ja, wir können sie auf jeden Fall anders nennen. Wir nennen sie einfach Dienstfahrt. Wenn das jetzt auch nicht Einfluss hat auf die Beschilderung, gell? Jedenfalls nicht bei mir. Da gibt es ja Möglichkeiten. Kenne ich mich viel zu wenig aus. Ach, sei es drum. Also, auf jeden Fall ist es jetzt Dienstfahrt. So, und dann müssen wir mal zurück oder rüber zur Eurocity 8 Linie, Passagierlinie, welche von Hamburg bis nach Zürich fährt. Mal gucken, was hier gerade dran ist. Okay. Und da ist noch die Namenspatenschaft für den IC 2000 offen. Wo ist der überhaupt gerade unterwegs? Der steht, ja, der steht in Kassel. Jetzt kommen wir wieder daraus, wo wir eben angefangen haben. Okay. Und das wird jetzt der IC 2000 für den Markus Barchett. Gut, lieber Markus, vielen Dank für deinen Support. Black Desiree natürlich auch vielen Dank für deinen Support. Und Johnny Gamer, auch an dich meinen großen Dank. Dann hätten wir es, glaube ich. So,
ein Video mit wenig Content, verzeiht es mir bitte beim nächsten Mal, hoffentlich dann wieder mehr. Mühe gebe ich mir generell, aber manchmal bleibt halt einfach nicht viel Zeit. Und irgendwie ergibt sich das nicht besser mit Blick auf die Themenlandschaft. In dem Sinne, ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, der Checo.